Ja, einen schönen guten Abend. Willkommen aus dem Aktionsradius Wien. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Livestream, sozusagen zu einem Salongespräch in unserem gemütlichen Salonstudio. Und wir befinden uns immer noch in unserem Oktoberschwerpunkt zum Thema global-lokal. Und der heutige Abend wird sich der globalen Perspektive zuwenden. Ja, ähnlich wie im dystopischen Roman von Aldous Huxley, Brave New World, der 1932 erschienen ist und eine Gesellschaft der Zukunft beschreibt, auch die Indoktrinierung der Menschen und das Musterbeispiel eines totalitären Staates. Angelehnt an diesen Roman dürfen wir Ihnen heute einen Sammelband vorstellen, der sich auch im Titel an Aldous Huxley angelehnt hat, Schöne neue Welt 2030. Das Buch ist aktuell im Wiener Promedia Verlag erschienen. Herausgeber ist Ulrich Mies und der Sammelband versammelt eben eine Vielzahl an Beiträgen von ganz unterschiedlichen Autorinnen und Autoren. Das Buch thematisiert den Fall der Demokratien und den Aufstieg der totalitären Ordnungen. Auch die Schattenseiten der Globalisierung, die jetzt in der Corona-Krise und auch durch die restriktiven Corona-Maßnahmen noch einmal mehr an den Tag gebracht wurden. Und wenn man die Situation beobachtet, kann man auch sehen, dass im Umgang mit der Pandemie man an vielen Orten viele Machthaber zu autoritären Methoden greifen. Bei uns zu Gast heute sind per Video zugeschalten aus den Niederlanden und aus Deutschland der Herausgeber Ulrich Mies und einer der Autoren, der Philosoph, Pädagoge und Publizist Matthias Burchardt. Das Gespräch mit den beiden führt der Verleger und Historiker Hannes Hofbauer vom Promedia Verlag. Also an alle, die hier sind, Hannes Hofbauer im Studio und die beiden Herren in den Niederlanden und in Köln, herzlich willkommen im Aktionsradius. Ja, vielen Dank. Danke. Ich darf Sie auch noch darauf hinweisen auf eine weitere Veranstaltung in 2 Tagen, am Donnerstag, auch noch in diesem Schwerpunkt global-lokal. Dann wird die lokale Perspektive beleuchtet. Präsentiert wird der Film und auch ein Gespräch zum Film Die Tage wie das Jahr. Das ist ein Film vom österreichischen Regisseur Ottmar Schmiederer. Er zeigt das Leben und die landwirtschaftliche Arbeit von Gottfried und Elfi Neuwirth auf einem kleinteiligen Gehöft, auf einem kleinen Bauernhof im Waldviertel. Die beiden haben sich konsequent für eine kleine Wirtschaftsweise entschieden. Sie sehen ihre Tiere als Lebewesen und den Boden als eigenen Kosmos. Theresa Distelberger, selbst auch Filmemacherin, wird ein Gespräch führen am Donnerstag mit dem Regisseur Ottmar Schmiederer und mit Gottfried Neuwirth, dem Biobauern und Filmprotagonisten. Am Donnerstag findet diese Veranstaltung, dieser Livestream, um 18.30 Uhr statt und ab dem Wochenende wird der Abend dann auch in unserem Medienarchiv abrufbar sein und auch dieser Film, Die Tage wie das Jahr, eine Woche ungefähr bis Ende Oktober dort auch abgerufen werden können. Auch der heutige Abend geht natürlich in unser Medienarchiv. In ein paar Tagen wird er dort auch zum Nachschauen aufbereitet sein. Und Sie finden den Zugang auf unserer Website www.aktionsradios.at. Und neben den Abenden dieses Schwerpunkts finden Sie da überhaupt unsere Vorträge und Diskussionen des gesamten letzten Jahres. Ja, wenn Sie heute Interesse finden an diesem neuen Buch, Schöne neue Welt 2030, das Buch ist im Buchhandel erhältlich oder eben direkt über den Promedia Verlag. Die Website wird auch eingeblendet heute, www.mediashop.at. Ja, dass die Technik wieder funktioniert. Wir hatten ein bisschen technische Startschwierigkeiten heute am Anfang, aber wir hoffen, dass es am Abend gut funktioniert. Hier wieder verantwortlich unser Techniker Wolfgang Bledel mit guter Assistenz von Anja Gleich und Emil Kohlmeier. Ja, und Sie zu Hause, wenn Sie Fragen haben heute Abend,
Es wird auch die Chat-Funktion geöffnet werden. Das heißt, Sie können uns Ihre Fragen im Chat schreiben. Gegen Ende der Diskussion werden wir dann alle Fragen sammeln und nochmal hier aufs Podium geben. Und dann können eben auch die beiden Gäste heute zu diesen Fragen Stellung nehmen. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen einen interessanten, impulsgebenden Abend und einen, ja, einen diskursreichen Abend. Ja, danke. Danke, Uschi Schreiber, für die netten einleitenden Worte und für die jahrelange traditionelle Gastfreundschaft, die du uns und vielen anderen Verlagen und Initiativen gewährst im Aktionsradius Wien. Ja, ich begrüße von meiner Seite, mein Name ist Hannes Hofbauer vom ProMedia Verlag, alle Zuseherinnen und Zuseher, die zu Hause an ihren Geräten hängen, und freue mich auf eine spannende Diskussion, eine Buchpräsentation des Buches Ulrich Mies, ist schon gesagt worden, Schöne neue Welt 2030 ist der Titel, so schaut's aus, es wird wahrscheinlich auch irgendwann eingeblendet werden, und im Untertitel vom Fall der Demokratie und dem Aufstieg der totalitären Ordnung ist die Rede. Die Umstände der Präsentation, Uschi Schreiber hat schon angekündigt, sind seltsam für Leute im heutigen Bereich, vielleicht nicht mehr so sehr, aber für Leute, die sich ein, zwei Jahre zurückerinnern. Wir haben eine Tontechnik hier vor Ort, wir haben eine Bildtechnik vor Ort in Wien, wir haben Ulrich Mies in den Niederlanden an der Grenze zu Aachen und wir haben Matthias Burkhardt in Köln. Und wir sind nicht vereint, gemeinsam können nicht Smalltalk vorher machen und nicht uns nachher darüber unterhalten, ob es gut oder schlecht gelaufen ist und was wir nächstes Mal besser machen. Aber so entwickeln wir auch mit dieser komischen Situation, so würde ich nennen, ein bisschen Gefühl für das, was wir Schöne neue Welt 2030 nennen, eine digitale, körperlose Zusammenkunft. Bevor wir in der Diskussion starten, darf ich die Autoren oder die Herausgeber dieses Bandes, die heute hier präsent sind oder eben nicht präsent sind, aber zugeschaltet sind, vorstellen. Ulrich Mies ist der Herausgeber, Jahrgang 1951, hat studiert Sozialwissenschaft und Politikwissenschaft in Duisburg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und in Kingston, Jamaika. Und neben seinem Dasein als Unternehmer, wo er offensichtlich gut viel Geld verdient hat, publiziert er eifrig derzeit in Medien wie Rubicon, Demokratischer Widerstand und Apolut, das ist die Nachfolge-Website vom KenFM, wenn man so will. Bei ProMedia sind bis jetzt vor diesem Buch schon zwei Titel erschienen. Das eine hat geheißen Fassadendemokratie und tiefer Staat. Der zweite, der tiefe Staat, schlägt zu. Er ist, das darf ich sagen, einer der erfolgreichsten und auflagenstärksten Autoren in unserem Verlag. Lebt eben, wie ich schon gemeint habe, in den Niederlanden an der Grenze zu Aachen. Matthias Burkhardt, Jahrgang 1966, da liegen also 15 Jahre dazwischen zwischen diesen zwei Herren, hat Philosophie studiert, ist Publizist und ist akademischer Rat, eine Stellung, die es in Österreich eigentlich, glaube ich, gar nicht gibt, an der Universität Köln. Zuletzt erschien von ihm zusammen mit Jochen Krautz zwei Bände, der eine heißt Time for Change, der zweite Im Hamsterrad, und in beiden geht es um die Schule und Matthias Burkhardt angesiedelt sieht zwischen demokratischem Bildungsauftrag und manipulativer Steuerung, wie es im Untertitel eines dieser Bände heißt. Ja, schön, dass Sie beide Zeit gefunden haben, bei uns zu sein als Autoren bzw. Herausgeber dieses Bandes. Ich darf vielleicht noch vorwegschicken, dass der Band natürlich vielseitig ist und einige andere Autorinnen noch umfasst, zum Beispiel Ernst Wolf ist dabei, Hermann Plopper, Anneliese Fikretitsch, Daniel Sandmann und Aya Velasquez und viele andere auch, die dann nachzulesen sind eben in diesem Band. Als Ulrich Mies vor ungefähr 9 Monaten in den Verlag gekommen ist, wir kannten einander ja schon von mehreren Publikationen vorher und uns gefragt hat, ob er diese Dystopie von Aldous Huxley, 100 Jahre nach Erscheinen dieser Dystopie, ist 1932 erschienen, jetzt nochmal auflegen kann, fortschreiben kann, unter dem Titel Schöne neue Welt, war unsere spontane Reaktion, bitte nicht, nur nicht. Ja, wir erinnern uns daran, Ulrich Mies. Unsere Annahme war natürlich, das war so vor knapp einem Jahr, dass bis zur Veröffentlichung des Buches, also diesen Oktober 2021, der Spuk, der Ausnahmezustand, dem wir alle ausgeliefert sind, vorbei sein wird. Ulrich Mies auf seine bekannte Art hat nicht locker gelassen, hat uns überzeugt und er hat leider Recht behalten. Wir erleben, wie es im Untertitel heißt, den Aufstieg einer totalitären Ordnung. Ulrich Mies, die erste Frage an Sie. Sie nennen Ihren Beitrag im Buch mit scharfer, harter Begrifflichkeit
die Diktatur des globalen tiefen Staates. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung des Begriffs des tiefen Staates, den wir ja schon in mehreren anderen Publikationen diskutiert haben. Was darf man sich unter diesem globalen tiefen Staat vorstellen, Ihrer Meinung nach? Ja, nach meiner... können Sie mich gut hören? Ja, wir können dich gut hören. Ja, wunderbar. Aus meiner Sicht ist der globale tiefe Staat hervorgegangen aus dem US-amerikanischen Deep State und er ist insofern eine Vertiefung und massive Erweiterung weit über den US-amerikanischen, sag mal, über die US-amerikanische Heimatfront hinausgehenden Deep State, der sich jetzt hier auf eine Art und Weise im Rahmen des Corona-Regimes entfaltet hat, wie ich mir das vorher ja auch kaum habe vorstellen können, obwohl, was, sag mal, so krankes Denken oder den Nachvollzug kranken Denkens der Herrschenden, meine ich, da wäre ich halbwegs erfolgreich, weil, aber ich bin eigentlich nicht mehr zu überraschen. Aber nochmal zurück zu der Frage, was ist der globale tiefe Staat? Dazu müsste man vielleicht einfach erst einmal noch ganz kurz zurückgreifen, was ist eigentlich der Deep State in den USA? Und die namhaften Publizisten in den USA, Peter Dale Scott und Mike Lofgren, haben ja dieses Thema sehr, sehr tief für die USA bearbeitet. Und sie sagen eigentlich, um das ganz kurz zu fassen, der tiefe Staat ist, das sind die Apparaturen, die Staatsapparaturen, die außerhalb des wählbaren Kontextes liegen. Das heißt, der tiefe Staat arbeitet langfristig orientiert. Der tiefe Staat ist weder wählbar noch abwählbar. Und das sind eigentlich die zentralen und wesentlichen Kriterien aus meiner Sicht. Und mit dem Übergang von 2019 auf 2020 hat sich aus meiner Sicht, aber sicherlich auch aus der Sicht aller Autoren, die ich da oder Autorinnen, die ich da versammelt habe, und es gibt noch sehr, sehr viel mehr, und das Buch hätte eigentlich mindestens 2 bis 3 Mal so dick sein sollen. Es gibt eben sehr viele Anhaltspunkte, dass vom Übergang 2019 auf 2020 ein qualitativer Sprung erfolgt ist, den wir uns, wie gesagt, vorher oder ich mir vorher auch nicht denken konnte, nämlich, dass diese Deep State Strukturen der USA, auf die komme ich gleich noch, sich durchgefressen haben bis in die sogenannte westliche Wertegemeinschaft in toto. Und der Deep State der USA, aus meiner Sicht der Taktgeber der ganzen perversen Entwicklungen, die wir hier im Rahmen des Corona-Regimes erleben, setzt sich maßgeblich zusammen aus dem Finanzkomplex, aus den Reichen und Superreichen, aus dem Kongresskomplex, aus dem militärisch-industriellen und Sicherheitskomplex und aus Big Data, Big Pharma. Und man muss aus meiner Sicht hingehen, und das ist eigentlich das, was viele Menschen aus meiner Sicht auch nicht auf dem Schirm haben, die totale Vernetzung dieser gigantischen Machtstrukturen in Augenschein nehmen, um zu begreifen, was hier aktuell abgeht, beziehungsweise gar nicht mehr aktuell schon, sondern seit ja locker 1,5 Jahren. Also, the Global Deep State ist im Grunde genommen die Erweiterung dieses gigantischen Konglomerates, das Catherine Austin Fitz, zu der kann ich gleich noch ein paar Worte sagen, die hat aber leider nicht in ihr Buch mitgeschrieben, die ich aber zitiert habe, bezeichnet hat als ein internationales kriminelles Syndikat. Und so sehe ich das auch. Und was aber jetzt noch hinzutritt aus meiner Sicht, ist die völlige Korruption, die völligen korrumpierten und kaputten und degenerierten Regierungen, die zu einem integralen Machtfaktor innerhalb dieses Global Deep State werden, und ich habe sie ja genannt als Deep and Corrupt Governments. Denn das sind ja letztendlich die Statthalter,
derjenigen, die uns hier mit diesem Wahnsinn überziehen. Und das ist vielleicht mal ein allererster Aufschlag auf Ihre Frage, Hannes Hofbauer. Ja, danke. Vielleicht kurze Nachfrage. Das Verhältnis von Kapital oder wie Sie das nennen, Big Pharma, Finanzindustriesektor und anderen und dem Staat, also den Sie oder zitieren, mit als eine kriminelle internationale Syndikatsorganisation. Wie würden Sie dieses Verhältnis einschätzen, Staat, Kapital und Geheimdienste vielleicht? Ist das gleichberechtigt oder kann man da sagen, der eine geht dem anderen voraus, entwickelt sich gemeinsam parallel? Nein, das ist eine Symbiosemaschine, eine hochvernetzte Symbiosemaschine aus meiner Sicht, die in ihren, sagen wir mal, einzelnen fachlichen Sektoren zwar vielleicht noch zu erkennen ist, die aber untereinander massiv und gigantisch vernetzt zusammenwirken. Die Frage, ja, welche Funktion hat eigentlich der Staat oder, sag mal, welche Funktion haben die Staatsapparate innerhalb dieses gigantischen Kapitalkomplexes? Ich würde eigentlich sagen, durch die sogenannte Corona-Krise ist sichtbar geworden, dass die Regierungen, also die Staatsapparate, letztendlich nichts anderes mehr sind oder geworden sind als die administrativen Außenstellen und die administrativen Statthalter dieses globalen industriellen und faschistoiden, wie sie es auch immer bezeichnen worden, Global Deep State. Also es ist ein integraler Apparat. Und man kann natürlich auch jetzt mal platt, könnte man formulieren, die Regierungen sind eigentlich nichts anderes. Der Hermann Klopper hat das ganz schön in einem Aufsatz, ich glaube in dem letzten demokratischen Widerstand genannt, die Regierungsaktiengesellschaft. Genau das ist das. Im Grunde genommen könnte man diese verrotteten Regierungen und die ihnen zugrunde liegenden Parteien gleich an die Börse bringen, ja? Eine andere Funktion haben die überhaupt gar nicht mehr. Sie sind integraler Teil dieser Gesamtherrschaftskonfiguration. Sie sind davon gar nicht zu trennen. Sie sind nur für den Bürger oder die Bürgerin die Ansprechpartner, an Anführungszeichen, für politische Herrschaft. Aber das ist alles nur noch lächerlich. Das ist ja nur noch ein widerwärtiges Schmierentheater, was uns hier vorgegaukelt wird. Und bei den Wahlen, diesen Pseudowahlen, die hier stattfinden, sehen Sie ja auch immer wieder, dass im Wege der neoliberalen Gleichschaltung die politischen Apparate, die politischen Parteien immer identischer geworden sind. Das zieht sich aber durch bis in den medialen Komplex. Und ich spreche ja auch im Rahmen des Corona-Komplexes von einer politmedialen Pest. Also wir haben es ja weitestgehend nicht mit einer Pandemie zu tun, sondern wir haben es mit einer organisierten politmedialen Pest zu tun. Ja, danke. Noch eine Frage an Sie, Herr Mies. Mehrere Beiträge in dem Band beschäftigen sich mit Klaus Schwab, dem Gründer des World Economic Forums und immer noch Chief Officer oder wie er sich selbst nennt, und seiner Vision eines Great Reset. Darin ist vom Transhumanismus die Rede. Und beim Durchlesen ist mir vorgekommen, dass viele dieser Autoren und Autorinnen, eine ist mir besonders in Erinnerung, das für bare Münze nehmen. Dazu meine Frage, ich meine, Eliten albträumen immer wieder Schreckliches, es geht nur nicht immer in Erfüllung, was meine Hoffnung ist. Aber was macht Sie sicher, dass diese Gefahr nicht nur besteht, sondern tatsächlich umgesetzt wird? Also ich spreche von der Mensch-Maschinen-Verschmelzung im Transhumanismus. Ja, also ich halte den Klaus Schwab zwar für einen absoluten Psychopathen, aber das ist ja, sagen wir mal, bei einer nüchternen politischen und ökonomischen Betrachtung oder Herrschaftsbetrachtung erstmal, ich möchte mal fast sagen, die Psychopathen sind an der Macht, das ist ja die Regelsituation. Manche Menschen unterschätzen die Rolle des Klaus Schwab, den ich für einen sehr intelligenten, Satanisten halte und sein Umfeld. Der Klaus Schwab hat immerhin dieses World Economic Forum gegründet und steht diesem seit 50 Jahren vor. Also der kann kein Idiot sein, um das mal ganz klar zu sagen, weil manche halten ihn ja für einen völligen Spinner. Ich nicht.
Ich halte diese Leute für hochgefährlich, aber sagen wir mal nicht in dem, sie sind zwar auf eine gewisse Art und Weise nicht ganz dicht im Kopf, aber sie wissen genau, was sie tun, das will ich damit sagen. Und Klaus Schwab ist der Koordinator von meines Wissens, die tauchen auch auf dem World Economic Forum, auf der World Economic Forum Plattform auf, von 360 Unternehmensgiganten auf dieser Welt. Und das kann kein Dummer sein, der so etwas hinbekommt. Und wer jährlich dieses World Economic Forum ausrichtet, kann kein Dummer sein. Und wer vor allen Dingen auch unter vielerlei Gesichtspunkten der Stichwortgeber zukünftiger Entwicklungen ist, kann auch kein Dummer sein. Und deshalb sage ich, den Klaus Schwab darf man nicht unterschätzen und schon gar nicht diejenigen, die hinter ihm stehen. Also zur Frage der Mensch-Maschine-Schnittstelle und Mensch-Maschine Harmonisierung oder der Cyborg als mögliches Zwischen- oder Endprodukt dieses ganzen Irrsinns, da bin ich von überzeugt, werde mich in der nächsten Zeit, vielleicht ist das auch Gegenstand eines neuen Buches, mich befassen mit dem, was eigentlich der Militärindustriekomplex herausgefunden hat. Und wenn man sich mal wenn man einmal zur Kenntnis genommen hat, dass das Militär der Zivilgesellschaft 30 bis 50 Jahre voraus ist, was die militärischen, strategischen, aber auch insbesondere technologischen Errungenschaften anbelangt, dann hat man eine ungefähre Vorstellung, wo die schon stehen, vor allen Dingen, wo die hinwollen. Und dann muss man sehr viel mehr in der Tiefe graben des Militärindustriekomplexes und das, was diese Leute sagen, nämlich was die Leute von DARPA sagen, also der Forschungsabteilung des Pentagon. Und die sagen, auf die Kurzformel gebracht, the battlefield of the future is the brain. Also das Schlachtfeld der Zukunft ist das Gehirn des Menschen und daran arbeiten die. Und da sind die schon sehr weit, verdammt weit. Und diese sogenannten Injektionen, die den Menschen aktuell verpasst werden, sind ein Teil dieses Ganzen. Da schnallen die nur nicht. Oder man nimmt es nicht zur Kenntnis. Oder wir sind ja die Aluhutträger und die Vollspinner, ne? Weil wir eben schon auf Entwicklungen hinweisen, auf die Militärs schon selber lang genug hingewiesen haben und wozu es jede Menge Forschungsarbeiten gibt. Das heißt also, das, was wir ja nur benennen, ist ja längst Realität in den militärischen Forschungszentren und im militärischen Apparat und im Sinne der psychologischen Kriegsführung, die aktuell geführt wird. Denn das, was wir hier haben, und da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, ist ja eine neue Form des Krieges gegen die Zivilgesellschaft. Die ganze Corona-Nummer ist Kriegführung gegen die Völker. Ja, da komme ich zu Matthias Burkhardt. Sie schreiben da an einer Stelle so etwas Ähnliches, aber ich will vorher noch ein bisschen ausholen. In einer Publikation, in der Sie vor einem Jahr einen Text geschrieben haben, der heute noch immer wieder ziemliche Aufregung verursacht, der hat geheißen Versuch über den Homo Hygienicus. Er ist erschienen auch bei ProMedia im Band Lockdown 2020. Und war beispielsweise Aufhänger für ein Interview, das Sie vorige Woche oder vor 10 Tagen der Wiener Die Presse gegeben hatten, ganzseitig. Also doch eine gewisse Aufmerksamkeit erregt hat. Dieser Versuch über den Homo Hygienicus. Was verstehen Sie unter Homo Hygienicus? Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, mich hier zu äußern. Ich bin ja kein Elitensoziologe oder Politikwissenschaftler wie Uli Mies, sondern ich bin Philosoph und mein Zentrum oder meine Kernfrage ist eigentlich, was ist mit dem Menschen los? Was kennzeichnet uns? Und wir haben eine lange Tradition von Menschenbildern, die immer auch ein Versprechen waren. Also der Gedanke, dass der Mensch ein Animal Rationale ist, das mit Vernunft ausgestattet war, ist einhergegangen mit dem Versprechen, dass auf dem Wege der Aufklärung und der Vernunft der Mensch zu seiner Blüte kommt. Es gab andere Perspektiven, die versucht haben, Besonderheiten des Menschen hervorzuheben, der Mensch als spielendes Wesen, der Homo Faber, der Geräte konstruiert und so weiter. Und eigentlich hat die Menschheit immer davon gelebt, dass es möglichst viele Perspektiven gab,
und dass der Mensch eigentlich so einen Erfüllungsraum gefunden hat, indem er verschiedene Weisen seiner Existenz realisiert hat. Wir sind in die Kirche gegangen, wir haben den Karneval gefeiert, wir sind ins Stadion gegangen, wir haben gearbeitet, wir waren politische Wesen, wir haben uns an Wahlen beteiligt. Und plötzlich ist sowas wie eine Totalperspektive aufgetaucht, in dem nämlich plötzlich die hygienische Sicht auf unsere Existenz, nämlich die Vermeidung von Ansteckung, die Entfernung vom anderen, die Absonderung zur Kerndoktrin unserer Existenz erhoben wurde. Es galt der virologische Imperativ, handle so, dass du auf jeden Fall Ansteckung vermeidest, was dazu führte, dass das, was uns eigentlich gesund machen sollte, dazu viele andere Bereiche unserer Existenz eliminiert hat. Wir sind nicht mehr tanzen gegangen, wir haben uns nicht mehr informell getroffen, so wie heute Abend. Das Schöne an solchen Treffen ist ja nicht dass sozusagen das, was auf der Bühne passiert, sondern eben auch noch, dass es eingebettet ist in ein Gespräch im informellen Raum, dass die Zuschauer beim Rausgehen nochmal was loswerden können. Und im Grunde ist damit das Plasma der politischen Öffentlichkeit verschwunden gegangen und als verzichtbar erklärt worden, weil so etwas wie das nackte Überleben, wie Giorgio Agamben das nennt, zur alleinigen Perspektive erhoben wurde. Der Homo hygienicus führt sein Leben allein unter der Perspektive einer möglichen und zu vermeidenden viralen Ansteckung. Es ist insofern verrückt, weil das Virus, vor dem er da flieht, ist ja gar nicht Gegenstand seiner Wahrnehmung. Jetzt werden alle sagen, der leugnet das Virus. Nein, ich leugne nicht das Virus. Ich sage nur, dass wir es nicht sehen können und dass dieses Nicht-Sehen-Können aber nicht dazu führt, dass wir es für inexistent halten, sondern dass wir eigentlich alles im Lichte des Virus betrachten. Denn wenn wir es nicht sehen können, können wir auch nicht sehen, wenn es weg ist. Und wenn wir nicht sehen, wenn es weg ist, dann müssen wir ja sinnvollerweise davon ausgehen, dass es überall anwesend ist. Das führt gerade die Unsichtbarkeit des Virus zu einer Hysterisierung unserer Alltagsvollzüge. Wir leben so, als wäre jeder Mensch ein potenzieller Mörder meiner Existenz, was dazu führt, dass wir auf sehr vieles verzichtet haben, was unser Leben ausgemacht haben. Und wie ein Kranker, es gibt das Beispiel eines amerikanischen Jungen, der mit einer Immunschwäche geboren wurde und in einer quasi Kunststoffhülle aufgewachsen ist und niemals einen anderen Menschen berührt hat. Erst in seiner Todesstunde hat er den ersten Kuss von seiner Mutter bekommen. Und das, was hier medizinisch notwendig war und physikalisch konstruiert wurde, wurde hier plötzlich sozial für notwendig erklärt und wurde sozial konstruiert. Und das Schlimme ist, und da bin ich dann eben auch beim Ursprung des Begriffs Homo hygienicus, dass das ganz gut in den Kram einer Gesellschaftstransformation passt. Dieser Begriff des Homo hygienicus, so gern ich ihn erfunden hätte, stammt von Alfons Labisch, einem Düsseldorfer Medizinsoziologen, und der sagt, dass auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon einmal die Hygiene dazu gebraucht wurde, eine Gesellschaftstransformation zu moderieren, indem man nämlich den Übergang von der Agrargesellschaft, ja, die noch mit Erde in Berührung gekommen ist, zur Industriegesellschaft, auf dem Wege ärztlicher Anweisung zustande gebracht hat. Und ich habe den Eindruck, dass gerade dieses unstoffliche Element, diese Distanz und diese Apersonalität des Corona-Lockdown-Regimes uns wunderbar vorbereitet auf das digitale Zeitalter, weil genau da natürlich die Geschäftsinteressen der großen Digitalkonzerne liegen und unsere menschlichen Bedürfnisse natürlich transformiert und subsumiert und substituiert werden sollen im Medium des Digitalen. Insofern haben wir hier eine menschliche Transformation im Rahmen einer gesellschaftlichen Transformation und einhergehend damit auch eine politische Transformation. Ja, die Politik geht ja vom Partikel aus und nicht vom Menschen. Also es ist eine totale Reduktion. Das habe ich schon verstanden. Eine Nachfrage drängt sich mir auf, wenn Sie von den Menschenbildern sprechen, die so unterschiedlich waren, wie wir gelebt haben, ja, und wie es jetzt sozusagen, wie Sie das nennen, eine Totalperspektive einer hygienischen Existenz gibt. Daneben ist doch aber auffällig, dass ununterbrochen von Diversity gesprochen wird. Wo ist da der Widerspruch? Ja, das ist eine sehr homogenistische Diversity, weil Sie müssen auf eine bestimmte Art anders sein. Also in dem Moment, wo Sie anders sein wollen, indem Sie zum Beispiel den Gender-Diskurs kritisch betrachten und sich gleichwohl mit der Gleichberechtigung der Frauen beschäftigen, sind Sie auf die falsche Art anders und werden gewissermaßen diskursiv getilgt. Diversity ist eine Strategie des Divide et Impera. Es ist immer interessant für die Herrschenden, wenn die Konflikte nicht sozusagen von oben nach unten geführt werden, sondern wenn in der Horizontalen die Leute sich die Köpfe einschlagen. Und insofern ist es interessant, wenn ich jetzt bestimmte sexuelle Vorlieben gegeneinander ausspiele und Minderheiten darin aufhetze, sich ihre Rechte zu erkämpfen, indem sie andere Minderheiten unterbuttern, dann muss ich mir die Frage nach Arm und Reich und mächtig und ohnmächtig nicht mehr stellen. Das passt wunderbar zusammen. Ja, Herr Burchardt, ich komme jetzt zu Ihrem Beitrag in diesem Buch, Schöne neue Welt 2030, ein sehr unterschiedlicher Beitrag von allen anderen, nicht analytisch, so wie Sie jetzt aufgetreten sind, sondern eigentlich
deuterisch, wenn man das so sagen kann. Sie haben ihn übertitelt Abschied vom Menschen, Albträume eines Geistessehers. Und ich würde jetzt mir erlauben, ein paar Zeilen davon vorzulesen und Sie danach anschließend zu fragen. Niemand hat diesen Krieg offiziell erklärt. Ihn beim Namen zu nennen, ist den Verzweifelten in der Kampfzone untersagt. Die Warlords verlangen Gehorsam, verlangen absolute Konformität der Einstellungen und des Verhaltens, verlangen, dass die Geschundenen absurdes Theater spielen, gute Miene zum bösen Spiel machen, wie die Kapelle auf der sinkenden Titanic. Und während wir Schauspieler Masken tragen müssen und Theater spielen sollen, haben die Mächtigen entschieden, dass selbst die Fiktion der Demokratie verzichtbar geworden ist. Alles gerät in den Mahlstrom der sogenannten kreativen Zerstörung. Wirtschaft, Gesundheitswesen, Wissenschaft, Bildungswesen, Medien, Rechtsstaatlichkeit, Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrt, Sport, Kultur, Brauchtum, kritische Infrastrukturen und die innere Sicherheit. Rom soll brennen. Doch was wird bleiben außer verbrannter Erde? Der Angriff gilt dem Menschen und der Menschlichkeit. Er richtet sich gegen unsere Existenz und Essenz gleichermaßen. Als alles Gegebene muss weichen, was geworden ist, soll durch Gemachtes ersetzt werden. Da schwingt verpackt in einer wunderschönen Sprache radikalste Gesellschaftskritik mit. Sehen Sie wirklich, Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet im ersten Statement, eine menschheitsgeschichtliche Zäsur, in der wir gerade leben? Tatsächlich, ich habe das Ganze ja bewusst literarisch geschrieben und auch mit einem kleinen Hoffnungszückerchen am Ende versehen, damit es nicht ganz so düster ausklingt. Und mit dem Titel versehen, dass es sich um eine Traumdeutung handelt, um eigentlich auch den, sozusagen den intellektuellen Wert ein bisschen im Wagen zu halten. Es ist eine Bedrohung, die darauf hofft, oder eine Schilderung einer Bedrohung, die darauf hofft, unzutreffend zu sein, wobei im Moment für mich nicht viel dafür spricht, dass ich falsch liege mit dem, was ich da beschreibe. Ich glaube wirklich, dass wir am Ende einer kulturellen Entwicklung sind. Wir haben uns lange darüber hinweggetäuscht. Es gab viele zehrende Kräfte. Nehmen wir mal nur den Neoliberalismus als ein Beispiel, der selber nichts zustande bringt, sondern immer von der Wärme und der Energie und dem Geist des Alten zehrt und den aber irgendwann auch verzehrt hat. Und insofern haben wir immer abgehoben von unserem kulturellen Konto und nun ist alles verbraucht. Wenn ich es auf ein böses Bild bringen darf, wir sind ja alle Erwachsene, sind wir gerade in der Lage einer Selbsthilfegruppe von Impotenten, die sich wechselseitig einen Orgasmus vorspielen. Das heißt, kulturell sind wir zu einem Zeugen von Zukunft nicht mehr in der Lage und übertönen dieses Unvermögen durch ein gewaltiges Getöse an Wichtigkeit. Ich glaube, wir haben ein sozusagen umfassendes, multiples Organversagen in allen Bereichen des Gemeinwesens momentan, die handlungsunfähig sind. Da würde ich gerne gleich mit Uli Mies, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen. Er zeigt zum einen natürlich, dass es da einen Organisationsgrad gibt, der diese Instanzen dem tiefen Staat zuführt. Auf der anderen Seite würde ich aber auch beschreiben wollen, dass es eine Unfähigkeit gibt, mit den einfachsten Dingen fertig zu werden, die nicht in den Bereich der Symbolpolitik fallen. Das heißt, sowas wie eine Organisation von Lebensverhältnissen, die Gewährleistung von Lebensmittelketten, Industrienachschubketten, Transportketten, Bildung an Schulen zustande zu bringen, Aufklärung in Medien zustande zu bringen, Wissenschaft und Wahrheit an den Universitäten und vieles andere mehr, ist sozusagen unglaublich erschwert durch die Umstände, unter denen das stattfindet und auch das Unvermögen der Menschen, diesen Ansprüchen sich überhaupt noch zu stellen. Und das Ganze spüren wir im Modus einer großen Sehnsucht. Wir ahnen noch, was möglich wäre und spüren zugleich, dass wir vielleicht gar nicht mehr in der Lage sein könnten, das zustande zu bringen. Im besten Fall ist es bloß ein Kulturbruch, im schlimmsten Fall ist es ein Zivilisationsbruch. Ich glaube, dass unsere Vorstellung von innerer Sicherheit, von Handel, von Energieversorgung und so weiter möglicherweise großen Erschütterungen entgegensehen, in einer Weise, wie wir uns das heute noch gar nicht vorstellen wollen. Auch da hoffe ich, dass ich Unrecht habe. Ausgeschlossen halte ich es heute nicht mehr. Ja, danke. Ich darf die Frage vielleicht gleich an Ulrich Mies weitergeben. Matthias Burkhardt hat gesagt, der Organisationsgrad von dem, was Sie tiefer Staat, globaler tiefer Staat nennen, ist extrem hochprofessionell. Ich meine, Sie beschreiben ihn ja auch so. Auf der anderen Seite steht dem gegenüber ein Zerfall für lebenserhaltende Infrastrukturen. Wir können in den verschiedensten Bereichen sehen. Also als Verleger kann ich zum Beispiel sagen, derzeit gibt es kaum Papier am Markt. Ja, also es ist wirklich schwierig, 2.000, 3.000 Bücher nachzudrucken.
wartet man jetzt statt normalerweise 2 Wochen, 6 Wochen und weiß nicht eigentlich, man weiß schon ungefähr, wo das herkommt, das würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen, aber das ist nur ein Symptom von diesem Zerfallsprozess. Sehen Sie da einen Widerspruch oder ergänzt sich das? Also hochprofessionelle, tiefe Staatorganisation und Unfähigkeit im Alltäglichen. Da widerspricht sich überhaupt gar nichts, das ist ja alles gewollt. Hallo? War das schon die ganze Antwort? Ja, die Tonverbindung war zum Schluss leider nicht zufriedenstellend. Matthias hat ja einen entscheidenden Begriff hier gerade eingeworfen, nämlich den Begriff des Zivilisationsbruchs. Es ist ein gezielt gesteuerter Zivilisationsbruch, der von diesen sogenannten Eliten oder von dem kriminellen globalen Syndikat oder den Syndikatsträgern hier herbeigeführt wird. Das muss man ganz klar sehen. Ich gehe ja noch viel weiter und stoße ja auch bei manchen, die meinen ja, ich hätte ja hier einen an der Waffe, ist mir ziemlich egal, weil ich befürchte, und bisher muss ich eigentlich sagen, erschreckenderweise habe ich mit vielen Dingen recht behalten, die ich da so gesehen habe. Nicht, weil ich mir einbilde, ich wäre besonders schlau, aber ich meine, ich könnte viele Dinge hier zusammen addieren und ich bin davon überzeugt, dass das nicht mehr besser wird. Denn die breite Masse latscht mit, die breite Masse versteht überhaupt gar nicht, was hier läuft. Und was wir vielleicht auch noch hier gemeinsam diskutieren sollten, ist eigentlich, in welcher Geistesverfassung befindet sich eigentlich die Mehrheit der Menschheit? Und es ist auch kein Zufall, dass die 2019 die Reißleine gezogen haben, weil sie nämlich offenbar an einer Schwelle waren, wie bei der, da haben ja Matthias Burchardt und Jochen Krautz in Bezug auf das Bildungswesen hingewiesen. Die haben nämlich seinerzeit gewartet, bevor sie den PISA- und Bologna-Prozess im Jahre 2000 einleiteten, um die junge Generation zu verblöden. Da haben die ja gewartet, bis die Altprofessoren, ich weiß gar nicht mehr die Zahl, 35.000, 36.000, dann altersbedingt ausstiegen, um eine vollkommen neue Generation an Professoren zu installieren und damit im Grunde genommen ein völlig neues Bildungssystem zu installieren. Und heute haben wir im Grunde genommen wieder diesen Bruch gehabt, 2019. Da haben die nämlich sich gesagt, oh, die Zeit ist reif, die breite Masse ist verblödet genug. Da haben wir ja jetzt 20 Jahre dran gearbeitet, an der Verdummung der jungen Generation. Die paar Alten, oh, da gucken wir mal, was wir damit machen. Also die haben schon genau getaktet, wie sie hier vorgehen wollen. Es ist ein, um die Frage zu beantworten, Hannes Hofbauer, das ist aus meiner Sicht ein Zusammenlaufen eines gezielten Zivilisationsbruchs mit all den Zusammenbruchsszenarien, der Zerstörung und Zerrüttung des Klein- und Mittelstandes, wo sie mit dranhängen. Darüber hat ja der Hermann Plopper in diesem Buch geschrieben, unter dem Titel Die Zerstörung des Mittelstandes. Genau das läuft doch, dieses Programm geht doch ab. Das heißt also, der Kapitalismus des Neoliberalismus kannibalisiert sich selbst. Der kannibalisiert den Neoliberalismus selbst von seiner Ideologie her, denn die Grundlage des neoliberalen Kapitalismus war ja das Konkurrenzprinzip. Selbst das zerstören sie jetzt. Das heißt, der Klein- und Mittelstand wird über Monopolstrukturen abgeräumt, wie sie alle heißen, Amazon, ihr kennt die ja alle, das wird alles aufgesaugt. Und dann kommt noch ein vollkommen neues Profitregime, da haben Sie ja, Hannes Hofbauer, selber drüber geschrieben, über ein völlig neues Profitregime auf der Grundlage von Big Pharma und Big Data und Big Security. Ja, danke. Ich gebe das Wort wieder zurück an Matthias Burchardt. Der Begriff Zivilisationsbruch hat jetzt auch Uli Mies zu dieser Stellungnahme veranlasst. Ulrich Mies sieht darin einen Generalplan. Ja, dieser Zivilisationsbruch ist seiner Meinung nach bewusst herbeigeführt, gezielt und gesteuert. Würden Sie das auch so sehen oder ist es nicht eher so, dass man sozusagen da hineinstolpert
angefangen von die den großen Konzernen. Die sind ja auch in den Ersten Weltkrieg nicht hineingestolpert. Die haben diese Phraseologie haben die damals auch schon immer benutzt zur Legitimation des ganzen Irrsinns. Ja, da ich benutze sie. Gestolpert. Warte, Hannes, und da wird auch nichts geschlittert. Das sind gezielte Prozesse. Ja, meine Frage an Matthias Burkhardt ist trotzdem dieselbe, ob man das als Generalplan sehen kann. Pläne gibt es immer, das ist klar. Die Frage ist nur, wie setzen Sie sich durch? Oder ist das nicht eher, ich verwende das trotzdem, ein Hineinstolpern in diese Art von Zivilisationsbruch? Es gibt zwei Analyseebenen, die aus wissenschaftlicher Sicht sich dort nahelegen. Das eine ist die akteursbezogene, das ist das, was Uli Mies sich vorgenommen hat. Und da ist ja nicht so, dass er eine Verschwörungstheorie betreibt, sondern die Quellen, auf die er sich bezieht, die liegen ja alle offen. Das heißt, die Phantasmen dieser Herrschaftseliten in Richtung Eugenik, Weltsteuerung und Zentralisierung von Weltregierung, die sind ja alle dokumentiert und einsehbar. Und insofern ist es sinnvoll, diese Perspektive einzunehmen. Allerdings ist es so, wie Sie sagen, Hannes Hofbauer, diese Pläne brechen sich ja in den Klippen der Realität. Und das wissen natürlich auch die Planenden. Und insofern brauchen wir eine zweite Analyseebene. Das ist die Ebene der Diskurse. Es gibt also sozusagen eine Form von Herrschaft, die nicht von Personen ausgeht, sondern die in Gedanken auf Personen wirkt. Das heißt, ich kann also jetzt jemand, der mich im Supermarkt auffordert, meine Maske aufzusetzen, der hat jetzt nicht den Befehl von Klaus Schwab bekommen, sondern der ist eingebunden in Kraftfelder der Reproduktion von bestimmten Einstellungen und Meinungen, die auf diskursiver Ebene Plausibilitäten schaffen. Das heißt, das Zugehören zu bestimmten Geisteshaltungen hat sich für Mehrheiten von Gesellschaften als erfolgreich und stabilisierend herausgestellt. Was sie dabei übersehen haben, dass sie nicht mündig, demokratisch und gemeinschaftsdienlich aktiv waren, sondern dass sie sich gewissermaßen in programmierten Feldern von Gesinnungen bewegt haben. Und dieses Regime der Soft Governance, von dem müssten wir, glaube ich, sprechen, ist natürlich auch Ausfluss von Propaganda, Gehirnwäsche und all den Dingen, die Uli Mies auch geschrieben hat. Und diese Dinge verselbstständigen sich und das führt dazu, dass dann irgendwann auch den Herrschenden manchmal diese Dinge etwas entgleiten können. Was aber dazu führt, dass man über Spin Doctoring solche Dinge auch wieder einfangen kann. Also ich glaube, das ist ein Wechselspiel. Ich würde aber einen dritten Faktor auch noch hinzuführen, dass wir sozusagen jetzt nicht hier sozusagen die Allmachtsszenarien zu hochfahren. Es gibt nämlich auch etwas, was weder von herrschendem Einfluss noch von Diskursen kontrolliert werden kann. Und das ist meine Freiheit, mein Gewissen und mein persönliches Urteil als mündiger, aufgeklärter Bürger. Und das steht nicht nur mir zur Verfügung, sondern im Prinzip jedem. Und deshalb muss die Propagandamaschine und die Angstmaschine immer wieder angeworfen werden, weil mit jedem neuen Kind, das geboren wird und mit jedem freien Gedanken, den der Mensch entfaltet, eigentlich die Möglichkeit einer Veränderung sich auftut. Und auch diesen Punkt würde ich gerne stark machen, damit nicht das Ganze so düster klingt. Allerdings, und jetzt kommt der Punkt, wenn ein Zivilisationsbruch vorhanden ist und das heißt, ich nicht mehr Rahmenbedingungen finde, in denen meine Urteilskraft, meine Freiheit und meine Mündigkeit Entfaltung finden könnten, dann ist es relativ schwer, aus eigener Kraft eine Zivilisation wieder zustande zu bringen. Und ich glaube, dass wir den Point of No Return überschritten haben. Ich halte unsere Zivilisation für schwer rettbar. Vielleicht hat das sogar Vorteile, dass bestimmte Dinge uns dann auch nicht mehr auf die Nerven gehen. Aber vieles von dem, was wir bisher für selbstverständlich gehalten haben, wird in Zukunft eine offene Frage sein. Ich möchte dann bald zum Abschluss kommen, oder ich mich sofort... Aber und ein bisschen einen positiven Ausblick, also Sie haben ja schon angedeutet, Widerstand qua persönlicher Freiheit oder vielleicht auch andere Formen von Widerstand. Aber eine Sache interessiert mich schon noch, weil wir damit alle konfrontiert sind. Also jetzt meine ich Verleger, Herausgeber, Autor, nämlich mit dem Vorwurf, Verschwörungstheoretiker zu sein. Ja? Jetzt ist Ulrich Mies, soweit ich das verstanden habe, schon da längst damit einverstanden und meint, das ist eine gute Positionierung. Aber die Frage will ich ein bisschen allgemeiner stellen, vielleicht an einen von Ihnen zweien. Woher kommt eigentlich dieser Vorwurf? Wie stellen wir uns dazu und was entgegnen wir? Darf ich da vielleicht darauf antworten, bitte, ja. Weil ich als Wissenschaftstheoretiker mich angesprochen fühle, wenn es um Theorien geht. Und das Interessante ist, dass mit Verschwörungstheorie ja nicht eine bestimmte Form der Wissenschaft gemeint ist, sondern eigentlich die Beschäftigung mit einem Gegenstand. Also sobald man sich mit einem unerwünschten Gegenstand beschäftigt, in einer abweichenden Meinung von wissenschaftlichen oder politischen Doktrinen, wird man als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt und ist damit selber nicht mehr aussagekräftig und die eigenen Erkenntnisse, so wahr sie auch sein mögen, fallen eigentlich raus aus dem Horizont des Sagbaren.
Jetzt wissen die Verschwörungstheoretiker, die das ernst nehmen, dass dieser Begriff der Verschwörungstheorie natürlich systematisch in die Debatte eingestreut würde. Es als Beispiel wird immer wieder genannt oder als Ausgangspunkt das Kennedy-Attentat, wo bewusst irrationale Lesarten und Deutungen in den Umlauf gebracht wurden, um die wahren Hintergründe ein bisschen zu versteuern. Dieser Begriff ist kein wissenschaftlicher Begriff, sondern er ist ein Kampfbegriff zur Diffamierung von politischen Gegnern. Was natürlich ein großes Problem ist, dass Verschwörungstheorie bitter notwendig ist. Universitäten sollten, glaube ich, Lehrstühle für Verschwörungstheorien, das heißt für die Aufdeckung von Verschwörungen, bezahlen. Der Verfassungsschutz sollte ein Interesse daran haben und jede demokratische Öffentlichkeit muss darüber im Bilde sein, welche Verschwörungen hinter ihrem Rücken stattfinden, um die Souveränität des Volkes zu brechen. Das ist der eine Aspekt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch wild wuchernde, sehr irrationale Erklärungen, die gerade durch Dramatisierungen die ernsthaften Bemühungen der empirischen Politikwissenschaft, wie Uli Misi betreibt, in Frage gestellt. Und insofern sind wir, glaube ich, auch alle angehalten, sehr dosiert mit unseren Theorien umzugehen und den Bereich der Rationalität damit nicht zu verlassen, um im Grunde auch die Ernsthaftigkeit unserer Bemühungen immer wieder zu unterstreichen. Das Schlimme ist aber, die Dinge, die wir aufdecken, sind so ungeheuerlich, dass die Menschen sagen, naja, das kann doch alles gar nicht stimmen. Und da sind sie dann auch nicht mehr aufgeschlossen für die Belege, die wir dafür anbringen. Das macht es relativ schwierig von der kommunikativen Situation her. Ja, danke, Ulrich Mies. Wenn ich das richtig verstanden habe, Ulrich Mies, dann sehen Sie den Vorwurf der Verschwörungstheorie gar nicht als Vorwurf, sondern einfach nur als Zuordnung, damit können Sie leben. Ja, ich halte diese Inflationierung dieses Begriffs Verschwörungstheorie, die lässt sich ja weiter ausdehnen, Aluhutträger oder Schwurbler. Das heißt, alle diejenigen, das muss man einfach mal sich mal auf der mal im Kopf zergehen lassen. Das heißt, alle diejenigen, die diese Begrifflichkeit im Munde führen, haben meistens gar nichts drauf. Das sind meistens vollkommen unterbelichtete Figuren. Denn sobald man da mal nachhakt, sofern man bei denen überhaupt nachhaken kann, kommt da nichts. Das ist nur heiße Luft. Das ist nichts anderes als eine Beschimpfungsstrategie gegenüber denjenigen, die schmutzige Herrschaftspraktiken an den Tag zerren. Ich darf noch auf Seite 138 zitieren, John W. Whitehead, den Aufsatz, den ich hier von einem Amerikaner übersetzt habe. Ganz kurz, ein paar Sätze. Früher haben viele über die Vorstellung des tiefen Staates, auch bekannt als Schattenregierung, gespottet. Sie haben daran gezweifelt, dass der Faschismus jemals in Amerika Fuß fassen könnte und spöttisch auf jeden Hinweis reagiert. Die Vereinigten Staaten könnten Nazi-Deutschland in den Jahren Hitlers Aufstieg zur Macht ähneln. Wie ich es in meinem Buch Battlefield America, der Krieg gegen das amerikanische Volk, herausgearbeitet habe, wissen wir es seit langem besser. Viele sogenannte Verschwörungstheorien verwandeln sich in kalte, harte Tatsachen. Ja, danke. Ich möchte zum Abschluss versuchen, einen Ausblick zu geben, der uns nicht total zerstört und depressiv zurücklässt. Und habe so gedacht, dass wir, also jeder von Ihnen noch ein bisschen was dazu sagt, wo man positive Seiten sehen kann für die Zukunft. Also ich beim Betrachten sozusagen der Gegenwart stelle fest, es gibt sehr viel Widerstand gegen die Maßnahmen. Jetzt sprechen wir jetzt hauptsächlich von den Maßnahmen im Zuge dieser Corona-Regimes. Der ist weltweit in unterschiedlicher Dimension und auch unterschiedlicher zeitlichen Abfolgen. Der ist klassenübergreifend auf jeden Fall. Der ist passiv. Also wenn ich mir ansehe, wie in Ländern wie Deutschland und Österreich nach monatelangen Kampagnen die Impfrate aussieht, also die Menschen sehr skeptisch sind, immer noch 60-65% erst geimpft. Ja. Der ist aktiv bei Demonstrationen. Das müsste doch Hoffnung geben. Ulrich Mies, wo ist Ihre Hoffnung? Meine Hoffnung ist, oder sagen wir mal so, ich sehe es folgendermaßen, ganz platt, ich habe im Laufe des letzten anderthalb Jahres 8 Bekannte oder Freunde aus meinem
persönlichen Umfeld entlassen und habe 80 bis 100 neue Freunde gewonnen. Ich kann nur sagen, ich bin hier so gesehen, das hört sich sehr schlimm an für diejenigen, die unter der Depression leiden, unter der leide ich in keinster Weise. Ich bin so gesehen Krisengewinner, was also die persönlichen Beziehungen anbelangt. Wir sind sehr aktiv, wir sind auch aktiv dabei, in den Prozess eingebunden. Hier wird in den Niederlanden soeben die andere Krant, die andere Zeitung etabliert, als Pendant zu der deutschen Zeitung Demokratischer Widerstand von Anselm Lenz und Henrik Sodenkamp. Also es tut sich eine ganze Menge. Wir organisieren Wanderungen, wir organisieren Lesungen, wir organisieren subversive Treffen und so weiter. Also ich bin da, was, sagen wir mal so, die psychische Befindlichkeit einer intelligenten Minderheit anbelangt, überhaupt gar nicht depressiv und auch gar nicht in irgendeiner Weise jetzt negativ eingestellt, in keinster Weise. Nur, ich mache mir keine Illusionen, und das mag uns vielleicht unterscheiden, wie die breite Masse marschiert und wie das weitergeht. Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, im Sinne der Hoffnungsgebung, liebe Leute, konzentriert euch auf die 10, 20 oder vielleicht sind es auch 30% des Widerstandes in der eigenen Bevölkerung. Kümmert euch um diese Leute, stärkt diese Leute, gründet neue Dörfer, gründet neue Wohngemeinschaften, gründet neue Firmen, macht euch unabhängig. Die Dame eingangs hat ja gesagt, also auch hier, die kleinen lokalen Strukturen stärken, das ist das A und O. Da finden wir wieder zusammen. Das ist der positive Ausblick für die breite Gesellschaft. Tut mir leid, sehe ich das jetzt hier nicht, was ich jetzt hier für die Minderheit gerade skizziert habe. Ja, danke, Herr Burchert. Vielleicht von Ihnen noch ein Wort, nicht zum Abschied, aber doch ein Wort, das uns ein bisschen Hoffnung gibt. Ja, das ist aber jetzt gemeint. Also offen gestanden habe ich verstanden, dass es eine Allmachtsfantasie wäre, zu glauben, wir könnten das aufhalten. Da ist vieles am Werke, da ist ein Erdrutsch, der in diesen Zivilisationsbruch mündet, der von Einzelnen und auch von einer geringen Gruppe, wie wir sie sind, nicht aufgehalten werden kann. Es gibt eine Form von Aktivität, die einen dann wieder mit Zufriedenheit und Anerkennung versorgt. Und auch da dürfen wir nicht verwechseln, wenn Uli Mies eine Reichweite hat und liebe Leute kennenlernt, ist das wichtig. Elementar, aber es ist noch keine politische Wirksamkeit. Politische Wirksamkeit wird es erst dann, wenn das, was Uli gesagt hat, eintritt, nämlich wenn eine neue Lebensform entsteht aus diesem Fluidum einer menschlichen, humanen Orientierung heraus, die nicht nur gegen etwas ist, sondern etwas Neues stiftet. Und ich glaube, dass gerade das, der Entzug von Selbstverständlichkeiten nochmal den Blick dafür schärfen kann, was wir wirklich brauchen und was unser Leben ausmacht. Und wenn wir das aus eigenen Mitteln zustande kriegen und uns unabhängig machen von den Menschen, die uns erpressen und in diese Abhängigkeiten gebracht haben, dann könnte das ein schöner, großer Start sein. Terroristen sind das. Ich habe jetzt von Uschi Schreiber über den Chat einige Fragen bekommen. Alle werden wir jetzt nicht durchgehen können. Man sieht schon, es ist großes Interesse. Die eine Frage, glaube ich, von Ernst, wie er da schreibt, geht offensichtlich an den Herrn Burchert, der den Begriff verwendet hat. Was ist, versteht man unter Soft Government? Soft Governance ist die Vorform einer Regierungsführung auch im globalen Bereich ohne politisches Mandat, die nicht zu offensichtlichen Gewaltmitteln greift, also bewaffnete Polizisten mit Schlagstöcken, sondern auf dem Wege von Anreizen. Nudging ist so ein Thema, Gamification, Propaganda, Gehirnwäsche, Steuerung von öffentlicher Kommunikation, Herrschaft errichtet, ohne dass die Menschen die Ketten spüren, in denen sie sich bewegen. Super. Eine Frage, die, glaube ich, eher an Ulrich Mies geht. Wer sind die, von denen die immer die Rede ist? Wie finden Entscheidungen von denen statt? Also vielleicht, Sie haben schon erwähnt, es geht um Komplexe, es geht um Institutionen. Vielleicht können Sie es nochmal spezifizieren. Also völlig klar ist, dass sich die herrschenden sogenannten Eliten, dieser Begriff hat sich ja eingebürgert, aber ich meine, mit Elite im Sinne einer positiven Menschheitsgestaltung haben die nun überhaupt gar nichts zu tun.
also sagen wir mal die exklusiven Herrschaftszirkel, so könnte man die vielleicht besser bezeichnen, dass die bestens vernetzt sind über die unterschiedlichsten Institutionen, aber auch im Wege konspirativer Treffen, im Wege persönlicher Beziehungen, im Sinne des gemeinsamen Interesses des Profitmachens und des Beherrschens. Das ist ja hinlänglich bekannt und ist ja auch hinlänglich, sagen wir mal, institutionalisiert, wie am Beispiel, wie wir es ja schon genannt haben, des World Economic Forum, aber es gibt ja noch viele weitere Institutionen, Einrichtungen, die in dieser, auf diese Weise tätig sind, die G7, also die Treffen unter den Regierungen, unter den wichtigsten westlichen Regierungen, oder G20, Bilderberger Treffen, transatlantische Netzwerke und so weiter und so weiter. Also die herrschenden Eliten, ökonomischen und politischen Eliten, vernetzen sich völlig unabhängig und komplett jenseits aller demokratischen und parlamentarischen Prozesse und haben diese parlamentarischen Prozesse ja im Grunde genommen eigentlich voll inkorporiert und unter Kontrolle gebracht. Also von Demokratie ist ja gar nichts mehr übrig geblieben. Also das zu diesen Netzwerkstrukturen und zu diesen Machtstrukturen, die sich vollkommen außerhalb des demokratischen Zugriffs der Bürgerinnen und Bürger vollzogen haben und weiter vollziehen. Ja, danke. Ich möchte vielleicht zum Abschluss, von Matthias Burchardt noch ein paar Zeilen zitieren aus seinem Beitrag Abschied vom Menschen, Albträume eines Geistersehers. Und da kommen Sie zum Schluss vom Albtraum zum Traum und schreiben Folgendes. Ich möchte aus diesem Albtraum erwachen, möchte meiner kleinen Tochter einen Kuss auf das duftende Haar legen und das Pendel der alten Wanduhr anstoßen, meinen Fuß zu einem Tango von Astor Piazzolla vor die Tür setzen, dem Postboten zuwinken, während die Blüten des Quittenbaumes in den Frühlingshimmel leuchten und ein Windhauch das Kleid meiner Frau bauscht. Am Kiosk lachen die Schüler, die Alten tratschen im Café. Der Bürgermeister fährt mit dem Daimler zum Rathaus, Kirchenglocken läuten auch am Montag und der Weg zur Arbeit ist ein Gang der Freude. Im Restaurant liegt das Besteck auf der feinen Tischdecke, in den Gläsern sammelt sich Tau und im Wein funkelt ein übermütiger Sonnenstrahl. Wir prosten uns zu, der Wirt macht einen Scherz, auf der Straße kläfft ein Hund, alle sind ausgelassen und sprechen über das herrliche Wetter. Die Frau am Nebentisch niest. Wir lachen und rufen Gesundheit. Ja, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie zur Verfügung gestellt haben, für die interessante, also für mich auch sehr interessante Debatte. Wünsche als Verleger dem Buch viel Zuspruch, viel Abnehmer. Es gibt es sowohl in der Printform um 19,90 als auch als E-Book um 15,99, glaube ich, in jeder Buchhandlung oder direkt beim Verlag zu beziehen. Und abschließend auch mein Dank auch an den Aktionsradius Wien, Uschi Schreiber und ihr Team, die das technisch so gut zusammengebracht haben, dass wir zwar nicht körperlich, aber doch beieinander waren. Schönen Tag noch. Vielen Dank. Dankeschön.